Ja. Schotter habe ich schon wieder. Schotter. Schotter, führ mich zum Schotter. Führ mich zum Schotter. Führ mich zum Schotter. Oh, ich muss ihn nachladen. Oh. Wie hoch willst du denn die Kuppel machen? So hoch wie das Tor oder noch ein bisschen höher? Das Tor, ne? Reicht auch so. Bin hoch. Gut. Welche Anzeigetext ist alt? Und die Drohnen, was sind schon neu? Das wissen wir aber. Anzeigetext. Ich frage mich auch, welche Anzeigetext. Drohnen brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Die Version des Games? Wieder alt? Punkt 2.3, ja. Wieder alt? Keine Ahnung. Oh, hat sie wieder zwei Updates. Heute Morgen hat die eins und als ich gerade PC gemacht habe, war wieder eins. Okay. Und diese Updates. Ja, das ist ja klar. Mit jeder neuen Alpha, die kommen, müssen ja erstmal die ganzen Fixes wieder rausgemacht werden, die sie wieder reinsetzen. Ja? Nein, ich mache doch keinen Fehler hier rein. Guckst du denn drauf? Hm? Entschuldigung. Das sind Features. Ich vergaß, heutzutage werden die Spiele nicht mehr in den Early Access gepackt, in die Alpha. Heutzutage kommen die alle gleichfertig raus. Es nennt sich noch Entwicklungsspielraum. Ah. Entwicklungsspielraum. Okay. Wollen wir das auch mal machen? Einfach irgendwie so ein Spiel entwickeln und den mit Haufen Fehlern einfach releasen. Einfach raushauen und sagen, ja, wir machen dann mal 5 Updates. Ich meine, wir können ja noch ein Spiel entwickeln, auf diesem Dach, ne? Deswegen werden wir wahrscheinlich auch nur Fehler produzieren dann. Aber in welchem Zustand manche Spiele rauskommen, da kann man davon ausgehen, dass die das Spiel entwickelt haben, auch keine Ahnung davon haben. Ja. Ah. Das stimmt schon. Wir sind jetzt am Ende der Basis langsam angekommen. Meinst du? Wir sind am Ende. Das ist aber ein gewaltiges Ende. Halt meine Hand. Nein, sonst wirst du mit runtergezogen. Ich lass mich jetzt los. Lass mich los. Nein, ich halte dich. Ah. Was ist das hier? Große Löcher gedrückt. Nein, wir springen nicht von der Baseplatte. Nein, das machen wir nicht. Wir springen von ganz anderen Sachen runter. David springt einfach so vom Boden aus in den Weltraum. Ja, das soll mir mal einer nachmachen. Aus dem Stand heraus. Das soll mir mal einer nachmachen. Na, das macht dem Hochsprung eine ganz neue Bedeutung. Ja. Sagt ihr das? Klick, klack. Klicko, klacko, klack. Klickel, die Klack. So. Also ich denke mal, wir haben schon mal guten Achtel vom Hangar fertig, ne? Meinst du? Reicht doch so. Fertig. Also, da runter und dann sieht das keiner mehr. Fertig. Voller Hangar. Ja, gut, ja. Aber noch. Passt ein Raumschiff rein, landen, eine Treppe irgendwo nach unten und fertig. Ja, könnte man so machen, ja.
Gott sei Dank dauert das Buddeln hier nicht so lange wie in 7 Days. Ja, 7 Days. Oh, klar. Nur am Buddeln. Ne. Können wir ja auch nochmal machen. Boah, nee. Erst so eine neue Alpha kommt. Was? Okay, liebe meine lieben Damen und Herren, es wird auf diesem Kanal wird es nie wieder 7 Days geben. Also zumindest die nächsten 3 Jahre nicht. Gott sei Dank. Ich bin dafür Chris. Im Urlaub kommt jetzt erstmal WoW. Ja, ja. Und da wird viel geflucht, weil es PvP ist. Ja, ich wollte an ihr gucken, dass ich bis dahin meinen Schamada auf 110 kriege, aber das ist ultra anstrengend geworden. Jetzt sind die Dämonenjäger, aber die zweite Tank noch. Ja, aber wie willst du das nachher in den Indies machen? Was? In den Hero-Indies. Was? Wo komm ich denn hin? Ein Stück, Schnuck, Schnuck. Also lieber kein Heiler. Quatsch. Dann muss Chris auch mal Dämonen ja dann auch noch mal dann da mit verlinken, da von der Armory. Er sagt nicht, das kann er nicht. Kann er nicht. Das hat er bei euch auch gemacht. Er sagt, kann nichts. Das ist Chris aber. Chris hat vorhin gemeint, mein Tulu wäre von uns drei der stärkste. Ja, ist er auch. Sollte ich mal sagen, ich war vorhin ja mit dem Schaman noch Stratholm, ne? Auswärts von Stratholm. Weißt du, wie anstrengend das da drin geworden ist? Alter, ohne Scheiß. Ich bin da, keine Ahnung, wie oft out of mana gewesen und alles, ne? Ich hab da drin noch nie so dermaßen. Ja, die gesehen, haben ja auch gerade noch Ballings hinten. Hab ich doch gesagt. Ja, aber auch im Low-Level, das ist im Low-Level. Ja, das ist gerade alles nicht so gut gelaufen. Boah. Die kümmern sich drum. Aber ich hab da echt Blut und Wasser geschwitzt beim Heilen, ne? Und immerhin, die tun was. Ja. Also dann weißt du doch, immer erst wenn der erste Raid startet, erst dann wird nochmal alles gut. Ja. Und dann funktioniert das meistens auch. Das ist einer, der im Low-Level-Bereich nutzt. Beim Leveln zum Beispiel. Ja, großartig nicht. Ah, weiß nicht, können wir gucken. Auf jeden Fall bringt das Leveln so keinen Spaß. Will? Spaß? Hammer. Komm, du hast mehr Spaß beim Leveln als beim Raiden. Das hast du nur daran, weil man keine gute Truppe mehr zusammenkriegt. So. Ja. Ja. Mars? Mars essen? Kein Snickers? Nee, lieber ein Snickers. Das war wieder länger dauert. Schon wieder eine Ladung verballert hier. Oh, Alter. Wenn ich ein paar gemacht habe. Plastik haben wir ja jetzt reichlich. Ja. Der kommt hier. Oh ja, WoW, das wird mal wieder lustig. Schön ein bisschen WoW spielen. Mit meinen beiden Buddies hier. Aber ja, gut ist, in dem Spiel kann man nichts falsch machen. Och, man kann schon was falsch machen, ne? Wenn man kann man nichts falsch machen. Wenn man sich ganz dämlich anstellt, dann kommt man. Man kann schlecht sein, aber man kann nichts falsch machen. Doch, man könnte als Heiler vorne stehen und den Boss spotten. Beispielsweise, dann hat man dann so nichts Falsches. Das ist natürlich das von. Nein, das ist nicht falsch. Halt? Wenn du das besser kannst als der Tank. Ach, der Tank was falsches. Der Heiler vorgehen kann, dir das wegspotten, dann hast du was falsch. Ah, hier haben wir schon so viele Leute erlebt, die. Ne, falsch machen ist, wenn man zum Beispiel auf der Tastatur einpennt und dabei die Post. Falsch ist, wenn man das mitten im Raid anfängt, Ballen und Ruhestein zu ziehen. Also das geht auch nicht aus dem Kopf raus, die Geschichte, ne? Die ist drinne, ne? Die ist wirklich drinne. Alter Schwede, wir wollen jetzt hier auch keine Namen nennen, aber der. Ich dachte, wir schaffen das nicht mehr.
Könnt ihr mich hier rausgehen und rantworten? Ja, jetzt weißt du auch, warum ich da verreckt bin, weil der ein paar Berufsstein gemacht hat. Ich wundere mich, warum ich dann immer Dreck liege, wenn der immer abhaut. Ach, war das so schön gezeigt, da war das Leben auch so schön unkompliziert. Da gab es auch noch nicht eine duale Talentspezialisierung oder so. Gab's alles noch nicht. Ja, ja, immer ist ja immer. Ja. Also langsam ist er nochmal am Ende der Base angekommen. Wo lang ist die? Ja, anscheinend, ne? Guck mal, du hattest ja noch einen Gang sogar noch hinten rangebracht. Ja, bald, weil ich das zweite Feld gebaut habe und irgendwie noch einen blauen Tunnel an. Ja, kannst du auch noch einen rosa Tunnel machen, wenn du möchtest. Oder einen grünen. Nee, grünen haben wir ja schon. Einen blauen. Nee, haben wir auch schon. Rot haben wir auch. Gelb. Wir haben noch keinen gelben Tunnel. Schwarz haben wir auch noch nicht. Weiß auch nicht. Würdestens man ja keine EP bekommen müssen, würde ich mal bald losziehen. Ja, früher hat man dafür noch massive EP bekommen. War noch toll. Da ist ja was dunkel draußen. Da ist dunkel draußen. Wir sind jetzt im Berg drin. Ja, noch gar ganz am Anfang. Wir können auch doch zwei Tage lang gerade ausprobieren, sind dann immer noch nicht draußen. Ja. Ich glaube auch. Ja, hier ist das Ende. Ja, oh das nein! Wow. Cool, er hat ja das Ende erreicht. Ah, die Größe reicht. Größe reicht? Nicht? Nicht. Oh, reicht. Den Hangar ja noch ins Eck legen. Ja, das können wir noch machen. Ja. Das hier quasi nur die Start- und Landebahn ist. Ja, können wir machen. Parkplätze kommen um die Ecke. Das können wir machen. Das ist gute Idee. Ja? Aber auch mit Frauenparkplatz, ne? Wir wurden ja natürlich. Natürlich, gut ausgeleuchtet und. Alle und größer natürlich. Frauenparkplätze müssen größer sein, ne? So wie sie auch im realen Leben sind. Was ich mich dann frage, ist, warum gibt es denn keine Männerparkplätze, wenn es Frauenparkplätze gibt? Also da fühle ich mich auch teilweise echt stark diskriminiert, muss ich sagen, ne? Ja, ehrlich, warum gibt es keine Männerparkplätze? Es gibt ja auch schließlich behinderte Parkplätze und es gibt Parkplätze für Eltern und Kind. Warum gibt es denn keine Männerparkplätze? Oh. Oh oh. David. Ich bin im Loch. Hol mich hier raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Doch, jetzt nochmal hochspringen. Ach. Was machst du denn immer für ein Schabernack? Weiß ich noch nicht. Du machst doch mal so ein Schabernack da. Der Poolmucke unter den Imperium-Spielern. Hurra! Hurra! Der Poolmucke ist wieder da! Das ist Generation 30. Ja. Ey, David! Ja? Wir können jetzt zusammen auf Ü30 gehen. Oh ja, geil! Ich darf jetzt auf Ü30-Partys gehen. Ja, jetzt dürfen wir auch in die Swingerclubs, endlich. Endlich kann ich auf Ü30-Partys gehen. Gott sei Dank, jetzt habe ich endlich mein Sinn des Lebens gefunden. Das Leben hat wieder einen Sinn, ne? Boah, früher habe ich mich immer geschämt, wenn ich auf die 30 Party war. Ne? Also, man, ich bin ja keine Scheiße. Hanno, die ganzen alten Säcke da. Jetzt bin ich auch einer. Ach, das ist nicht alt, das ist gereift. Jetzt bin ich auch einer von diesen gereiften Säcken. Wir sind gereift, wir sind nicht alt, wir sind gereift. Endlich kann ich auf die 30 Party springen. Guck mal, dann ist mein nächstes Ziel Ü40. Meine Frau wird ja jedes Jahr 30.
Ja, Frauen sowieso. Ja, jedes Jahr 30. 29 wahrscheinlich, ne? Weiß auch ja nur 29 plus 1 oder 29 plus 2, 29 plus 3. Genau, wie Wein und Whisky. Männer altern nicht, wir reifen. Mal gut aus. Dann haben sie eigentlich die Reichweite von der Drohne erhöht hier, oder? Ich? Ja, jetzt ist es schon ganz so weit wegfliegen. War ja auch schon echt doof, wenn man nur 5 Meter nach oben flog und das Signal verloren war. Ja, das stimmt. Und wenn, wenn man ein großes Raumschiff baut und man kann nicht irgendwo ein bisschen weiter wegstehen, ist manchmal echt übel. Ja, das stimmt. Also ich denke mal, die Höhe reicht auch hier, ne? So, ums welche Eck willst du denn gehen? Da wo du bist, ins Eck, oder? Nee, wenn dann da hinten ist. Da hinten, es geht die Basis eh noch weiter. Haben wir dann eben Fundament. Okay. Da können wir dann irgendwo die Fahrschule und Treppen hin. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen Verschönerungsoptik. Der später noch auf 5 Blöcke hoch. Nur komme ich halt so von der Hand nicht. Sind noch 5 Blöcke oder nicht? Ah, jetzt sind nur 3 Blöcke hoch. So, ja, dann ich bin noch gerade auf die ganze Zeit hier zugange. Das geht noch weiter. Ja, dann sagst du, dass ich zu niedrig bin. Du bist zu niedrig. Danke. Oh. Ich hab heute Bohnen gegessen. Wir müssen noch ein Loch buddeln, um die Luftzufuhr zu verbinden. Jedes Böhnchen. Gibt ein Tönchen. Wenn man älter ist, dann gibt jedes Böhnchen 2 Tönchen. Du machst nicht mehr, sondern... Ich glaube, jetzt müsste ich auf 5 hoch sein. Zumindest. Könnte sein. Könnte möglich sein. Basisbau ist so Spaß. Oh, aber entspannt. Entspannend. Ruhig. Sinnlich. Hast ich habe gar keine Aufnahme. Nee, das war was anderes. So schön gepredigt, ja. Ja, genau. Alte Werbung und so, ja. Immer alte Menschen. Das stimmt. Wenn ihr was Entspanntes spielen willst, dann sollten wir nächstes Mal Landwirtschaftssimulator spielen. Ja, okay, da können wir jetzt noch warten, bis der 19er rauskommt. Da kannst du dann richtige Entspannung am Tag legen. Weißt du, was ich auch letztens gelesen habe, wo ich mich dann auch wieder alt gefühlt habe? Ja, was denn? Das Harry Potter Buch, das erste kam vor 20 Jahren raus. Damit ist alt. Ja. Ich nicht, ich war da erst 10. Wie kannst du denn da 10 gewesen sein, wenn ich da 10 bin vor 20 Jahren? Ich werde jedes Jahr 10. Ach so. Ja, das ist natürlich dann. PvP war ein Landwirtschaftssimulator, ne? Ja, genau, Extreme Farming. Ah, okay. Ja, das wird nicht mit Traktoren geregelt, das wird mit Panzern geregelt. Also World of Tanks. World of Tanks, ja. Das
können wir hier spielen. Das ist ja auch extreme Entspannung. Ja, weil ich nach 2 Minuten tot bin und die Runde dann noch einige Minuten ohne mich weitergeht. Ja, richtig. Ich dann nach 6 Minuten auf meine 3 Panzer, die ich habe, warten muss. Ja, so ungefähr. Bin ich jetzt eigentlich hoch genug hier oder nicht? Tu und mach und tu und tu und mach. Hm. Wenn das 4 ist, dann müssen wir noch ein bisschen. Oh, ich spüre einen Luftzug durch meine Wohnung ziehen. Das ist schön. Armbinde zählen nicht als Luft. Schon wieder Drohnen? Nein, das ist auch kein Dame. Das ist wirklich so ein richtiges Lüftchen. Lüftchen nennt sie das. Oh, ich bin schon bei meiner letzten Ladung angekommen. Hat doch 25 gemacht, oder? Ja, ich hatte mir die Hälfte erstmal genommen. War ein bisschen weniger als die Hälfte. Die Hälfte von der Hälfte ist ein Viertel, ne? Ja, Viertel habe ich mir genommen, André. Ich wollte nicht so gierig erscheinen. Der Zus. Wow. Oh, wo habe ich jetzt wieder? Wenn ich das letzte Mal bei dir Urlaub gemacht habe, weiß ich, wie teuer das ist. Ja, da kann ich aber nichts für, wenn die Preise so teuer sind. Ne? Nicht wenn dann an der Marktwirtschaft. Nicht an mir. Und dann jetzt ins Kino gehen, ist das schäbigste Kino, was es gibt. Und gut, sie holen sich kaufen neue extra Logeplätze. Weißt du, das ist eines der besten Kinos in der Umgebung. Jetzt fahren wir nach Hamburg ins Kino. Ja, können wir machen. Das ist bestimmt ein Cineplex oder so. Weiß nicht, was es dafür welche gibt. Ich war in Hamburg noch nicht im Kino. Mal gucken, ob Jurassic World da noch im Kino läuft. Da. Also, ein Kumpel von mir, der war letzte Woche in Neutin im Kino, hat Jurassic World angeguckt. Die waren nur zu zweit im Saal. Die waren ganz alleine da. Boah, das wäre ein Traum, Alter. Die waren, also, wenn das in Neutin wird, dann so noch läuft, ne? Traum, nur zu zweit im Kino, Alter. Das ist ja. Oh. Wir haben zu zweit Jurassic World geguckt. Cool gewesen. Oh, Alter, zu zweit im Kino. Das hatte ich letzte Mal, als Jurassic Park lief. Der erste Teil im Kino. Wo ich noch zu jung war und nicht da rein durfte und Police Academy zur gleichen Zeit lief. Ha. Da bin ich damals ins Police Academy gegangen und der Kinosaal war auch leer, weil alle in Jurassic Park gegangen sind. Der letzte Police Academy mit dem gleichen? Ja, ich weiß nicht, ob der letzte war. Auf jeden Fall kam einer. Selbe Zeit raus wie. Jurassic World ist ja auch schon. Jurassic Park ist auch schon bald 25 Jahre alt. Ja, Jurassic Park ist schon alt. Ist 95, glaube ich, irgendwie so, ne? Also in den 90ern ist er irgendwann gedreht gemacht worden. Ja, Kino in der Herbertstraße. Andere auf die Herbertstraße, das wird immer erleben. Egal, ob es warm ist, ich habe David ein Schutzschild dabei. Wow. Sind wir jetzt überall auf 5? Nein. Doch, sind wir. Ja, aber hier in der Mitte noch nicht. Wir holen den Berg aus. Weißt du, was das Gute ist? Dass es hier bei der bei dem Gelände keine strukturelle Integrität gibt. Ansonsten wäre es wahrscheinlich schon so an diesem Kopf gefallen. Mein Eva-Boost. Ihr müsst immer. Ihr wisst eine Sache wisst ihr über David, Mann. Reizt sich immer gerne. Oh, tatatatata, mit Perücke. Auch keine Perücke.
Eine natürliche feminine Seite hat schon Überhand gewonnen. So. So, Hangar fertig. Loch. Boden. Wände. Steindecke. Passt. Du bist aber ganz schön. Deine Ansprüche sind aber ganz schön gesunken. Ganz schön sagen. Ansprüche. Brauchen wir zu essen. Ja, essen. Wo schon wieder Getreide fährt. Kann man denn nicht hier irgendwie was Tolles machen hier, den ganzen Kram? Da fehlt eine Küche. Waren hier nicht zwei Küchen? Da fehlt eine Küche! Fehlt eine Küche, fehlt eine Küchentheke. Wo sind die hin? Weiß ich doch nicht. Boah. Gut. Kann ich Gewürze irgendwie, ne? Gut. Hat doch nur 50 Nahrungswert. Guck mal, da ist mal ein bisschen was sauber. Wie eine Küchentheke, wo sind die hin? Eine Drohne zerschossen. Gewürz. Ein Gewürz? Traurig. Gewürze pflanzen.